So, das ist Josef, ein sehr guter Kollege von mir, The Changeman. 14 Tage ohne Bildschirme hat er es gemacht als Experiment. Sehr, sehr, sehr hochwertiger Content, nicht nur in der Auflösung 4K, sondern auch im Unterhaltungsniveau. Wir skippen mal ein bisschen durch, weil ich das den Folgepart schon gesehen habe. Würde ich euch aber trotzdem gerne mal zeigen, Leute. Und danach haben wir noch was Lustiges. Für 2 Wochen keine Bildschirme benutzen. Heute ist was passiert, was ich wirklich wahnsinnig irritierend und faszinierend fand. 2 Wochen keine Bildschirme benutzen. Keinen einzigen Bildschirm. Und hat... Geht ja gar nicht. Wahrscheinlich damit zu tun, dass meinem Gehirn wahnsinnig geht langweilig ja nicht, ist. Außerdem werde ich nichts lesen, nichts schreiben und Quarantäne halten. In meinem Kopf, das ist total gut. Es gibt so eine ganz neue Klarheit gerade. Digga, vielleicht brauche ich das auch mal, Alter. Vielleicht einfach mal... Digga, No Nut November. Fragt mich nicht, Leute. Ich habe natürlich reingeschissen. What the fuck? No Nut November war bei mir um 12.01 Uhr war das vorbei, Digga. Ich habe in Halloween habe ich reingespritzt. Ich frage mich, ob das das krasseste Selbstexperiment ist, das du bisher gemacht hast. Bildschirme sind allgegenwärtig, in unserem Alltag wie Berufsleben. Durch die Digitalisierung ist ein Leben ohne sie kaum mehr vorstellbar. Mhm. Auch für mich nicht. Mein Computer mit 2 Bildschirmen, mein Laptop, mein Smartphone, meine Switch und meine Smartwatch. Mhm. Ich verbringe beruflich wie privat extrem viel Zeit mit Bildschirmen. Okay. Doch wenn es darum geht zu schätzen, wie lange ich am Smartphone, Computer oder irgendeinem anderen Bildschirm war, liege ich oft um Stunden daneben. Er hat die schönsten Augen der Welt, voll homo. Und damit bin ich laut einer Studie nicht allein. Ich benutze Bildschirme zum Arbeiten, Schreiben, Nachrichten, Social Media, Navigation, Sportaufzeichnung, Unterhaltung, noch mehr Unterhaltung, Organisation, Steuern, Information. Insgesamt gibt es fast keinen Lebensbereich, wo man einen Bildschirm nicht einsetzen kann. True. Und jetzt verzichte ich auf alle Bildschirme und die damit verbundenen Aktivitäten. Boah, Bro, das ist hart. Da hast du ja kaum noch was anderes außer dich selbst. Ja. Eigentlich wollte ich dieses Experiment schon seit über einem Jahr machen, aber YouTube ist halt mein Hobby und nicht mein Beruf, deswegen hatte ich da nie Zeit für. Dann kam aber eine augenärztlich verordnete Bildschirmpause. Oh. Für nicht nur eine, sondern gleich 2 Wochen. Krass. Krass, Digga, das ist ja ganz gut, das passt ja. Sky. Alter, 2 Wochen ohne Bildschirm. Die Vorbereitung war recht simpel. Ich nahm all meine Bildschirme vom Strom und installierte eine Kamera, die ich ohne auf den Bildschirm zu gucken aktivieren konnte, sodass ich auch in der Zeit ohne Bildschirme täglich meine Erfahrungen für dieses Video aufzeichnen konnte. Mein Smartphone inklusive alle Social Media Accounts wanderten in die Hände einer vertrauten Person und ich schrieb meinen Auftraggebern, Fernsehsendern, dass ich für eine längere Zeit abwesend sein würde. Meine einzige Hoffnung auf Unterhaltung war der Steuertrickser Alexa. Was wird passieren? Was passiert überhaupt, wenn man von jetzt auf gleich alle Bildschirme abschafft? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist man dann auch digital komplett entkoppelt? Ey, Digga, ich hab mit so vielen Leuten keinen Kontakt mehr. Oder gibt es Schlupflöcher? Imagine, ich verpasse dann einfach eine Einladung ins Horror-Pepega-Camp. Am ersten Tag checkte ich zuerst, ob auch wirklich alle Bildschirme vom Strom abgenommen waren. Und langsam wurde mir klar, wie weit dieses Experiment gehen würde. Ich kann aktuell weder Netflix gucken, noch Twitter, Instagram, YouTube. Das müssen alles Fantasie-Wanks sein, Digga. Der muss immer auch mit Fantasie. YouTube, ich kann gar nichts auf Bildschirmen schauen. Ich kann aber auch keine E-Mails bekommen, keine Nachrichten lesen. Ich kann Radio hören. Das geht. Für jemanden wie mich, der ausschließlich kreativ arbeitet und viel produziert, ein absoluter Albtraum. Und ich glaube, für viele meiner Freunde wäre das auch ein absoluter Albtraum. Auf jeden Fall, Bro. Oder? Könntest du dir vorstellen, ohne Bildschirm? Ich bin auch was gefragt worden. Ich habe heute noch eine Mail bekommen. Ich habe heute noch was bekommen. Kurz zu leben. Nee, also ich könnte ja alles, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, nicht mehr tun. Also Videoproduktion, hier ist ein Bildschirm, mein Handy. Und selbst wenn ich was lese, tue ich es halt mittlerweile auch am Handy als E-Book. Also nee, absolut nicht. Da ich gleichzeitig auch arbeitstechnisch frei hatte, verbrachte ich den ersten Tag viel mit Musik. Mhm, und spielte Sinn. Gitarre und seit langer Zeit auch mal wieder Klavier. Geil. Dann hörte ich über den Sprachassistenten Hörbücher. Denn Bücher lesen fiel auch weg wegen der Bewegung, die die Augen beim Lesen machen. War mir Medizin... Digga, diese Augen von ihm sind so crazy, oder? ...in den 2 Wochen auch nicht erlaubt. Aus dem gleichen Grund durfte ich leider auch nichts aufschreiben. Was tatsächlich fast noch schwieriger war, weil ich kritzel und schreibe liebend gerne meine Ideen auf. Das heißt, du musst keine Bildschirme anschauen und keine Bücher lesen. Mann, wieso haben die... Warum hat Mai und wieso hat Josef, wieso haben die beide so... So geile Wohnungen, Alter. Wieso haben diese beide so schöne Wohnungen, Digga? Lesen und spazieren gehen. Mann, so überintelligente Menschen haben immer über schöne Wohnungen halt. Krass, okay. Was? Okay, Quarantäne ohne Bildschirm. Nach etlichen Stunden an Hörbüchern und sehr, sehr viel Musik machen, wurde ich langsam müde. Aber ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass der Tag noch lange nicht vorbei war.
Da wurde mir klar, dass meine Möglichkeiten zur Zerstreuung ziemlich begrenzt waren und dass sehr lange 14 Tage werden würden, die ich mit Aktivitäten zu füllen hatte. Ja, glaube ich auch. Vielleicht ein bisschen Sport? Sehr keine Chance. Denn neben dem kompletten Verzicht auf Bildschirme durfte ich aus medizinischen Gründen auch keinen Sport treiben, mich generell nicht anstrengen und nicht rausgehen, damit ich mich nicht mit irgendwas anstecke. Was hast du dann gemacht? Und so begann der zweite Tag mit einem gewissen Gefühl der Ratlosigkeit, aber auch einer gewissen Freiheit. Ich konnte mir morgens in Ruhe überlegen, was ich an dem Tag machen wollte, ausschlafen, und das nutzte ich auch aus. Aber wie an Tag 1 dauerte es nur ein paar Stunden und ich war zu erschöpft, hatte keine Lust mehr und der Tag fühlte sich sehr lang an. Und diese Bilder meist aus Erinnerungen oder Dingen, die man... Erster Effekt auf. Ich sah neue Dinge vor meinem inneren Auge. Nein. Ihr kennt das sicher. Wenn man träumt oder sich Dinge vorstellt, dann speist man diese Bilder meist aus Erinnerungen oder Dingen, die man gesehen hat, wie zum Beispiel Filme. Ja. Zumindest ist es bei mir so. Macht Sinn. So, die inneren Bilder haben sich schon verstärkt. Und jetzt aktuell ist es so, dass die Dinge, die ich sehe, wenn ich die Augen zu habe, komplett neu sind. Welten, Ebenen, Häuser, Gesichter jetzt nicht, aber so Orte. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass mein Gehirn wahnsinnig langweilig ist. Weil es so wenig zu tun hat. So wenig Aktivität gerade gibt. Aber diese völlig neue Art, Dinge vor meinem inneren Auge zu sehen, war wie eine vergessene Kindheit. Das ist crazy. Und ich bin echt froh, dass das passiert ist. Und dass ich daran erinnert wurde, dass ich das kann. Völlig neue Dinge zu visualisieren, die sich auf nichts beziehen, was ich kenne. Das war wie ein unbekanntes... Keine Bildschirme, aber LSD genommen. ...das Videospiel, in dem ich mich aber frei bewegen konnte. Und da wurde mir auch klar, wie sehr mir Videospiele und Filme fehlen. Aber mein... Hey, wieso band ihr die Leute weg, die Ausrufezeichen Schwanzlänge machen? Was soll denn das? Die dürfen es doch wissen. Ich mach den Comment rein. Mein Gehirn half mir ganz gut bei der Kompensation. Ansonsten fing ich an, aufwendiger zu kochen und machte weiterhin viel Musik. Ich fing wieder an, Radio zu hören und merkte mir sogar Zeiten, zu denen bestimmte Sendungen liefen, auf die ich dann wartete. Geil. Aber ich starrte immer noch die meiste Zeit Löcher in die Luft und sah die Zeit bis zum Ende meiner Bildschirmpause klebrig langsam vorübergehen. Ich habe in meinem Leben selten das Gefühl, zu viel Zeit... Hört bitte auf, die Leute wegzubannen, die diesen Comment machen. Ist doch nur ein Joke. ...Zeit zu haben. Aber in dieser Woche war Zeit wirklich omnipräsent. Ja, glaube ich. Okay, wir skippen mal ein bisschen vorne. Das ist total gut. Es gibt so eine ganz neue Klarheit gerade. Crazy. Es war wirklich so, als hätte ich irgendjemandem meine ganzen Gedanken und Probleme gegeben und sie dann gelöst zurückbekommen. Hm? Und die ganzen Lösungen, die ich dann plötzlich hatte, habe ich dann auch klar, in meiner Dokumentation mit eingesprochen, damit ich die Sachen nicht vergesse. Inzwischen hatte ich ein bisschen Angst, dass der große Knall noch kommen würde und mir aufgrund der wenigen Reize, die ich wahrnahm, ein größeres Down bevorstand. Ich bereitete mich auf ein paar sehr anstrengende Tage vor. Ja. Bisher war es nur langweilig und ruhig gewesen, aber ich war mir sicher, jetzt würde es anstrengend werden. Lag ich richtig? Dramaturgisch wäre das super. Jetzt so ein Down im Video, perfekt für die Dramaturgie. Aber stimmt nicht, oder? Es ist ein Up gewesen wahrscheinlich. Ende der Woche trat dann der dritte spürbare Effekt ein. Unkontrollierte Zuckungen im ganzen Körper. Am heutigen Tag muss ich feststellen, Dankeschön, Kuss für den Sub, dass was ganz Seltsames passiert ist, denn mir fehlen die Bildschirme nicht. Okay. Mir fehlt YouTube nicht, mir fehlt Twitter nicht, mir fehlt Instagram nicht, mir fehlt TikTok nicht, mir fehlt Netflix nicht, mir fehlt Prime nicht. Schwierig, es oder? Ist ganz seltsam, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir was fehlt und das macht mir irgendwie Angst. Weil es so seltsam und ungewohnt ist. Ich hätte das auch nie gedacht. Er weint. Es gibt so eine gewisse innere Ruhe und vor allem nicht mehr dieser krasse Leistungsdruck. Der Leistungsdruck, den ich als Selbstständiger gut kenne, war komplett verschwunden. Ich erreichte eine Art inneren Zen-Zustand, ohne irgendwas bewusst dafür getan zu haben. Alter, das will ich auch. Aber der kam zu einem Preis. Was? Denn mein Verlangen nach Smartphones, Social Media und Film war komplett verschwunden. Ist doch nicht schlimm. Und sogar mein Verlangen auf Bücher, die ich extra vorbereitet hatte, um sie nach dem Experiment zu lesen, war uninteressant geworden für mich. Okay. Ein weiterer Nebeneffekt der ersten Woche und der fehlenden Bewegung war auch sehr spürbar geworden. Ich hatte zugenommen. Ja, okay. Ich merke gerade, dass ich total zum Rentner geworden bin in dieser Woche. Ein anderer Nebeneffekt war, dass meine Augen entspannter waren. Ich habe manchmal abends Kopfschmerzen, wenn ich besonders lange am Computer gearbeitet habe. Aber nicht nur waren die Kopfschmerzen weg, ich hatte auch das Gefühl, dass generell der ganze Bereich um meine Augen herum viel entspannter war. Digga, der Floyd soll das mal machen, dann sind seine Augenbrauen geworden.
Bildschirm verbringen. Ich weiß aber, dass mein gesamter Alltag in sich zusammenbricht, wenn ich in irgendeiner Form darauf verzichte. Der Durchschnitt liegt halt zwischen 8 und 10 Stunden. Also jetzt zum Beispiel heute ist so ein Schnitttag, da sitze ich halt 12, 13 ja, same, Stunden same, same. Nonstop vorm Rechner. Okay, Zwischenbilanz. In der ersten Woche kompensierte ich die fehlenden Bücher und Bildschirme mit Musik machen, kochen, Hörbücher, Podcast, Radio hören, Meditation, tägliche Aufzeichnung meiner Gedanken. Ich glaube, ich hätte keine zwei Wochen gemacht, wenn ich die müsste. Was habe ich in dieser Woche gelernt? T-Shirt. Moment. Grüße an Kurt Brödel. Dazu kommen wir gar nicht. Es ist nämlich noch ein bisschen was passiert. Am siebten Tag hatte ich das Gefühl, dass der Effekt noch gar nicht stark genug war. Ich war noch gar nicht an meine Grenze gekommen. Da ging noch mehr. Also beschloss ich, alle Dinge, mit denen ich Bildschirmzeit kompensiert hatte, komplett wegzulassen. Um einen kompletten Serotonin-Dopamin-Glücksgefühle-Detox zu machen. So wie es tausende amerikanische YouTuber schon gemacht haben, crazy. Aber bei mir ist der Effekt tatsächlich komplett anders ausgefallen als bei denen. In der zweiten Woche verzichtete ich nach und nach auf alles, was mir Spaß macht. Digga, what the fuck? Also ich glaube, eine Neurologin kriegt wahrscheinlich direkt schon... Das habe ich mir schon reingezogen, das Video, sehr interessant. Sehr, sehr gutes Video, Bro.